Paul Scharner, die Verletzungspause dauert nun schon circa 1,5 Monaten. Wie weit sind Sie in der Vorbereitung? Ja, jetzt wird es schon langsam ins Bewegliche umgehen. Ich habe heute noch einen Termin beim Dr. Schenk, bin gespannt, was rauskommt, wo er grünes Licht gibt. Und ja, ab nächster Woche hast du dann den Bewegungsapparat wieder in Schwung bringen. Das heißt, mit Mannschaftstraining war bisher noch nichts. Nein, das hat noch nicht funktioniert. Nein. Das war einfach, ich habe noch Muskelaufbau gemacht, war sehr hart. Da habe ich einfach gemerkt, was eben noch auf mich zukommt, eigentlich auch in der Saison noch, von der Böhmplatz her. Und ich schätze, 17. März, wie ich schon vor Wochen gesagt habe, dass da mein Comeback stattfinden wird, das ist sehr realistisch. Das Knie selber, hat es reagiert während dieser Phase, während dieser Aufbauphase? Es war eigentlich durchwegs sehr gut benannt, das Knie. Ich bin dann relativ schnell weggekommen von der Schwellung und habe auch sehr gute Kräftigungsübungen schon machen können. Natürlich jetzt zum Schluss, wo wir immer mehr aufs Gas getreten sind, hat es sich ein bisschen gemeldet, aber nicht wirklich tragisch. 17. März, sagen Sie selbst, das Comeback. Gegen wen wird es sein? Das wird gegen Fulham im Heimstadion sein, ja. Dann alles Gute für den weiteren Verlauf. Dankeschön.